Zeigen wir Ihnen nochmal den Start quasi, die Highlights dieses ersten Teils. Arne Tode hier, wie er uns die Mittagspause versaut hat sozusagen. Ja genau, Arne. Na, er kommt ganz innen angeflogen und bremst also eigentlich aber gar nicht mit Wallung, da ja. Macht er da 15, 20 Plätze gut und knallt er da rein. Und aber hier sieht ja hier so aus, als ob sie das eigentlich aufräumen können, weil im Superstock-Rennen heute Morgen hat es auch nicht viel besser ausgesehen und es wurde durchgefahren. Genau. Vielleicht gab es noch was anderes. Aber ja, aber da ist ja noch einer geflogen, als der Martin gerade am Rohr war. Ja, ja, genau. Da ist im Hintergrund noch einer gesegelt und da hat man dann gesagt, nee, jetzt ist größere Baustelle, jetzt wird erstmal aufgeräumt. Die haben sie gedacht, bevor keiner mehr rumfährt und man Kurs, brechen wir das lieber ab. Ja gut, aber dann sind die Nummer wenigstens durch gewesen. Ja, stimmt. Ja, richtig. Und dann geht es ja hier richtig kegelmäßig dazu. Oh, ja. Das sehen wir sonst eigentlich nur von Monza, Martin, solche. Genau, ja, erste Schikane, oder? Ja. Ich meine, dafür ist die Kurve ja wenigstens gut, gell? Also da ist richtig Spannung angesagt. Ja, weil es halt verschiedene Möglichkeiten gibt, sie zu fahren. Man hat es ja auch gesehen vorher, da nehmen wir nicht zu viel vorweg vom ersten Superbike-Rennen, dass man da bei Überholmanövern auch sehr genau rausfahren muss. Es ist nicht getan, hier am Scheitelpunkt vorne zu sein. Ja, das ist richtig. Die meisten versuchen von weit außen rein.